Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Vergiss nicht, wer dich immer gefördert hat. Du hast mich überhaupt nicht gefördert. Ei. Spielstand gespeichert. Es gibt eine Menge. Schön. Lang lebe die Wurst. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Kaum zu glauben. Universität. Und das Museum. Artefakte aus der Vergangenheit können hier ausgestellt werden, um wissbegierige Reisende anzulocken. Die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ich werde dann mal die alte See. Setz das Ding mal genau neben den Zoo. Da müssen die Reisenden immer quer durch die Stadt laufen und sich von den ganzen Banditen ausrauben lassen und von den Straßenkindern. Ach, da müssen wir auch noch Ausstellungsplätze bauen. Das ist ja kacke. Also das ist nicht kacke, das ist wundervoll natürlich. Nur, dass ich gerade hier an der Stelle keinen Platz habe. Die Waffenruhe wurde beendet. So ein antiker Roman, ein Eisenschwert. Dann kriegt das den gesamten Ausstellungsplatz, nur um Eisenschwert auszustellen. Guck mal, dieses wundervolle Gebäude, was gebaut wurde für dieses wundervolle Eisenschwert. Ui, cool. Mama, ich will auch das Eisenschwert sehen. Ja, Kind. Und da gibt es ja auch unzählige Sachen, die du über die Expedition entdecken musst. Gut, aber nichts, womit man zu Hause angeben könnte. Schiff vom Stapel gelaufen. So, Paprika einladen und Fleisch. Ja, es tut mir leid, ich habe das Schiff vergessen. Wie lange streamst du eigentlich heute schon, Anno? 10 Stunden? Auf jeden Fall lang genug, dass mir die Augen wehtun. Wetzthaken und Entermesser. Ah. Eine Prüfung. Den stärksten Recken schicken. Ja, Beute. Ah, eine Jadeperle. Angeblich ist der Stream 12 Stunden schon an. Ich bin bereit. Auf Kurs. Schicken wir die Schwarzbart. Dann brauchen wir noch zusätzlich
Gegenstand gespeichert. Ein wenig Bier. Und was hat einen guten Heilkunstwert? Witzigerweise hat Schnaps einen höheren Heilkunstwert als Rum, obwohl Rum schon aus der neuen Welt dann kommt. Oh, Sekt hat auch einen besseren Redegabewert und gilt als Ration, wo auch immer er herkommt. Er ist halt da. Und ab die Post. Gibt's so typische Warnungen nicht mehr? Doch, nach 8 Stunden hat er mir gesagt, ich soll aufhören zu spielen. Nach 4 Stunden hat er gesagt, ich soll aufhören zu spielen. Ich soll mal eine Pause einlegen. Aber danach gab's keine mehr. Ich glaube, danach wurde ich vom Spiel für tot erklärt. Oder dass es nicht mehr lohnt, meine Seele zu retten. Man sollte ab 0 Uhr Anno spielen können, ja. Was verkaufe ich denn überhaupt noch bei mir? Ach, Wurst. Wurst. Schiff unter Beschuss. Ja, ja. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch lohnt. Das ist ein Scherz, oder? Sie sind gütig. Neue Ziele? Ach, keine Ahnung, wo die Brillen überhaupt herkamen. Auf Kurs halten! Und irgendwie haben die Schiffe sich ein bisschen versetzt. Und sie hatte zwei, die immer stehen. Mögen wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Sei nicht überrascht, wenn der alte Willy es dir gleich tut. Was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, die Konserven. An sich habe ich ja noch Platz hier hinten. Ich denke mal, zwei Konservenfabriken werden dann reichen im Verhältnis zu... Ah nee, nicht die Konservenfabrik. Wir brauchen hier auch noch die Großküche. 3 Stück. Mir fehlt noch ein... Alles hier ist... Da ist die Wurst. Schoner steht bereit. Und da kommt eigentlich die Paprika und der, der Schinken. Oder das Rindfleisch. Ach, whatever. Alle stehen bereit. Bemannt die Geschütze. Was für ein Problem? Halsabschneider entern ein Handelsschiff. Da nehmen wir das Piratenschiff unter Beschuss. Da kriegen wir bestimmt wieder Gold. Was wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Sehr schön. Neue Befehle? Wir
Spielstand gespeichert. Sie sollten eine Pause machen. Ihre Augen sehen aus, als wenn sie aus ihrem Kopf fallen. Motorenfabrik. Weißt du noch, all die schöne Zeit, die wir hatten? Ich traue mich ja im Moment noch nicht ran, hier das Ding wieder aufzubauen, ne? Weil es einfach so viele Ressourcen fressen wird und einen Haufen Geld kostet. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. Ei! Ja, was geil ist, dass der Typ... Ist das Pflicht? Nee, nicht die. Sondern der hier hat immer wieder eine neue Insel. Eine Epidemie breitet sich aus. Verdammt. Das ist schlecht. Benutzt man bei dir denn keine Taschentücher? Ich denke nicht, dass es an den Taschentüchern liegen wird. Ein großer Moment für uns alle. Ach, das wird schon wieder. Kein Kapitän könnte mehr verlangen. Immunitätsbrief. Melinitgranaten und Dynamit. Explosionswahrscheinlichkeit plus 50%. Alle Bergminen werden aktiv. Verhindert, dass Schiffe angegriffen werden können oder selbst angreifen. Hoffentlich sucht es uns nicht heim. Na, hier gibt's auch Krankheit. Wen juckt's? Die Mannschaft wird von unerträglichen Schmerz... und schmerzhaften Juckreiz geplagt, vom Leutnant bis hinab zum Taubenhalter. Verdrehen und verrenken sich alle in ihren Kojen und können nicht schlafen. Ganz fest. Du bitte pünktlich. Ich habe eine Taschenuhr. Ein Ort für einen Halt suchen und sich von der Plage erholen. Sand und Sonne halt alles. Ein scharfer Orientierungssinn führt das Schiff zu einer paradiesischen Insel. Eine Süßwasserlagune lindert den Juckreiz und die dringend nötige Entspannung ist gut für den weiteren Verlauf der Reise. Drei Linienschiffe werden ja wohl reichen, um hier den Geleitschutz zu machen für den Frachter. Was Sie auch tun, machen Sie... Es tut doch nicht so, als wenn die Krankheit außer Kontrolle wäre. Hier ist noch nie was Schnapstechnisches explodiert, deshalb traut mich mal, die Sachen da auseinanderzuziehen. Oder ein bisschen mehr zusammenzuschieben. Von mir aus freigegeben. Ach, Kacke, das passt ja trotzdem nicht. Wenn wir den dazwischen ziehen und dann hier das Krankenhaus bauen, das sieht doch schon ein bisschen besser aus.
bin gerade Vater eines kleinen Mädchen geworden. Wir brauchen was Anständiges. Nur dieses eine Mal, um auf meine Kleine anzustoßen. Sie können auch Sekt besorgen. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen? Treiben Sie Ihre Dämonen aus. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Sie wollen ja nur ein bisschen Sekt haben, oder? Ein Herz, das fault, lässt den Atem verdorren. Dann lassen Sie mal hören. Hier, bitte. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ein bisschen Sekt haben wir ja immer parat. Hey, Sie haben Wort gehalten. Es mangelt an Arbeitskraft. Nur weil wir eine Seuche haben. Beeinflusst Stahlwerk, minus 30% Unterhaltskosten. Bin ich etwa zu eifrig? So, sieht doch gut aus. Oh, welch ein Luxus! Jetzt braucht ihr nur noch die Universität. Und die wird natürlich ein ganz kleines Gebäude sein. Ich weiß nicht, über was ich mich... Die Epidemie wurde besiegt. Ein fehlender Einwohner. Ihr seid bei allem bei 100%. Was ist euer Problem? Da draußen gibt es Haie und Schlimmeres. Flotte beginnt Geleitschutz. Ein Feuer ist ausgebrochen. Flotte beginnt Geleitschutz. Klappt super mit dem Geleitschutz, Leute. Flotte beginnt Geleitschutz. Wie kann eigentlich in Prosperity... Ach so, doch, es kann in Prosperity natürlich ein Feuer ausbrechen. Jetzt habe ich gerade Prosperity, glaube ich, mit Black Sand oder wie das hieß, vertauscht. Alle Mann auf Gefechtsstation. Nimm das Piratenschiff unter Beschuss. Mal, was Jonas gebt mir noch mehr Gold. Die Flammen wurden gelöscht. Man merkt übrigens, dass ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Flotte legt ab. Ich brauche einen Spezialisten. Flotte beginnt Geleitschutz. Na komm, bewegt euren fetten... Entschuldigung. Punkt, Punkt, Punkt. Meint euren wundervoll geformten Hintern nach vorne zu bewegen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja! Ingenieure! Ich wünschte mir, dass mein Volk einmal so aufblüht wie ihr Sommergarten. Elektrizität, Stahlbeton, Brillen, malerischer Park. Wo du bist, ist vorne. Große Hafenanlage. Aber warum? Dicke Bertha. Pendlerkai ermöglicht den Austausch von Arbeitskräften zwischen zwei oder mehr Inseln. Dafür brauchen wir aber den Stahlbeton. Schwere Geschütze, Hochräder und Dampfmaschinen. Das war natürlich alles damals ein Hit. Dieser Ort offenbart eine Reihe ungelöster Gleichungen. Taschenuhr sind aber hier auch noch drin.
wo auch immer sie herkommen mögen. Gespeichert. Und das Bankhaus. Quarzerz, Zinkmine, Kupfermine, das mache ich heute definitiv alles nicht mehr. Er möchte den Transport von Öl per Zug. So, da weiß ich, dass ich Zementminen hier habe. Also wir könnten theoretisch Stahlbeton herstellen. Für die Arbeiter weiter. Was ist das denn für eine Anzeige? Ach so! Keine Elektrizität. Befeuert Öl, um umliegende Fabrik mit Elektrizität zu versorgen. Und wenn ich dir verspreche, auch nie wieder einen Zaubertrick vorzuführen? Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe? Meine Antwort wäre, ich kenne dich nicht. Wahrscheinlich kann ich die Elektrizität dann die Produktivität steigern von Fabriken und nochmal einen Boost kriegen. Von Feldern natürlich nicht. Was soll ein Feld machen mit Elektrizität? Eine elektrische Vogelscheuche bauen? Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, was gibt's denn hier für ein Problem? Das Lager ist voll. Ware kann nicht gelöscht werden. Das ist aber in Ordnung. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Das geht mir echt an die Nieren. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. So, die mögen auch die Universität. 25 Münzen. Ach, Kaffee mögen die. Kaffee aus der neuen Welt. Wir schlingern ins Ungewisse. Bemannt die Geschütze. Verheddert. Die riesigen schwimmenden Algenteppiche in diesen tropischen Gewässern galten lange Zeit als unpassierbar. Als sie gerade dachten, ihr Schiff hätte die gelb-orangen Pflanzen erfolgreich gemieden, entdecken sie ein anderes Schiff, dessen Alarmglocken schrillen. Es steckt fest, ihre Mannschaft hat keine Rettungsausrüstung dabei und würde Gefahr laufen, sich ebenfalls zu verheddern. Wollen sie versuchen, ihnen zu helfen? Ja, wir feuern eine Harpune. Ein perfekter Schuss mit genau bemessener Schusskraft und präziser Ausrichtung steckt die Harpune an Steuerbord des steckengebliebenen Schiffes ein, ohne dabei den Rumpf allzu sehr zu beschädigen. Die Mannschaft an Bord bindet das Seil an die Reling und wartet auf ihr Kommando. Ach, die Boje löst sich beim ersten Rettungsversuch. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiser. Sind Sie ein Überbringer trügerischer Wahrheit? So, Mr. Kaffee trinken. Tja, Kaffee ist voll hier. Wir haben noch bestimmt eine wundervolle Route von hier aus. Ja, die hier können wir nehmen.
Dann können wir in La Isla. Spielstand gespeichert. Da, Kaffee. Und da entladen. Entladen, dann nehmen wir es nämlich hier raus. Dann tauschen wir die alkoholischen Getränke auf dem zweiten Slot. Wird eh ein bisschen dauern, bis der Kaffee oben ankommt. Doch nicht dran, was ich dadurch bekomme, ne? Ein Grundbedürfnis nach Glühbirnen. Kann ich also 2-4 Stahlbetonwerke betreiben. Theoretisch. Schiff unter Beschuss. Wir machen erstmal 2, weil ich weiß nicht, wie es mit dem Stahl im Moment bei mir aussieht. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Okay, ich habe 350 Stahl, aber naja, mal gucken. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es sind bereits 10 Stunden. Übrigens gibt es kein Achievement für die längste Spielzeit am Stück. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Die längste Spielzeit am Stück? 10 Stunden. Auf die alte Dame ist Verlass. Ah, sehr schön. Der erste Stahlbeton wird fertiggestellt. Achtung! Ah, ich wollte schon sagen, wir hatten doch noch was gefunden. Unter Beschuss. Neue Ziele. Das lohnt sich doch nicht, mich anzugreifen hier. Leinen los. Ach, da war ein bisschen Gold auf dem Schiff, okay. Mein Problem ist jetzt gerade, was mache ich als nächstes? Ja, ist klar, ne? Ich muss ja die nächste Bevölkerungsstufe zufriedenstellen. Aber ich bin so müde, dass ich allein schon von der Bauweise, was ich hier zuletzt immer gemacht habe, denke ich nur, what the fuck, das sieht ja aus, als wenn einer irgendwo hingekackt hat. Schön geht halt anders. Ich müsste eigentlich meine Stahlproduktion auf die zweite Insel, beziehungsweise da auch ein bisschen Eisen bauen. Blauer Himmel, ruhige See. Meuterei innerhalb der Mannschaft. Ein Treffen zwischen dem Leutnant und dem inoffiziellen Anführer veranlassen. Die Diskussion wird irgendwie beendet. Ich kann Ihnen nichts versprechen.
auch nicht sehr erfolgreich. Spielstand gespeichert. Beim letzten Mal war alles genau gleich. Aber wir verdienen jetzt schon 857. Mit unserem Hafen. Und hier können wir die Jadeperle reinmachen. Nochmal Attraktivität um 30 gesteigert. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. Vor allem, ich muss ja diese Kanonengießerei, Kohlerei, die Hochöfen, alles, das muss ich ja alles hier runterkriegen von der Insel. Stand gehalten. Damit die Attraktivität weiter steigt. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend. Du lässt alle im Stich. Deine Familie, dich selbst und am schlimmsten mich. Schiff unter Beschuss. Was geht hier ab? Ach, die Produktivität ist um 300% erhöht. Alter! Die Waffenruhe wurde beendet. Warum habe ich das bei was anderem noch nicht gesehen? Kein Platz mehr frei. Nee, das will ich. Überall ist die Produktion. Ein großer Moment. Nee, hier sind es nur 100%. Aber hier tickert der auch auf 300% rum. Ist das so gedacht? Hat Auswirkungen auf Kanonenproduktionsstätten eigentlich. Aber da ist doch keine Kanonenproduktionsstätte. Ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Ah, okay. Das, ja. Eisen kann bei Kanonenproduktion funktionieren. Also beziehungsweise gehört mit dazu. Aber es ist halt schon krass, was die Mine dann abgeht auf 350% oder auf 400%. Da kommt natürlich keiner mehr nach, den ganzen Kram abzuholen. Was immer Sie sagen, Boss, ich bin dabei. Wann geht's mit Status Factory weiter? Also jetzt in den nächsten 2 Sekunden nicht. Es tut mir leid, ich hatte letzte Woche einige technische Probleme. Weshalb viele Sachen nicht weitergingen. So, da haben wir noch ein Eisenvorkommen. Vor allem, wie soll ich denn jetzt berechnen, wie viel ich davon überhaupt brauche, während dieses Fest läuft? Zurzeit kann ich einfach 8000 Produktionsstätten bauen. Und hier Stahl schmelzen, so viel ich will. Null Uhr, es ist Feierabendzeit. Ruhe! Nur noch eine Runde. Morgen weiß ich ja überhaupt nicht mehr, was hier abging. Stelle.
Spielstand gespeichert. Ich spiele dann jetzt selber bei. Viel Spaß, alle, die jetzt spielen können. Das möchte ich euch sagen. Schweineproduktion nimmt stark zu. Na, jetzt nicht mehr, weil wir jetzt zu wenig Arbeiter haben. Ich könnte nicht zufriedener sein, glauben Sie mir. Kann ich nicht so einen Minimumwert angeben? Wie viel Wurst zum Beispiel transportiert werden soll? Oder ich wenigstens irgendwie ein bisschen Wurst reserviere für meine Leute. Na gut, hier mache ich erstmal den Break, weil es gibt natürlich noch eine Menge zu tun. Bright Sands muss aufgebaut werden. Die Welt in unseren Händen. Die Expedition ist gerade zurückgekehrt. Geil, wir haben noch mehr Sterne gefunden. Ein Bronzehelm und Seidenstoff. So, schmeißt alles rein. Vieles, das ich von ihren bemerkenswerten Sammlungen lernen kann. Und ich bin sicher, all diese Schätze werden sehr gut bewacht. Natürlich. Schau dir unsere Kultur an. K-U-L-T-U-R. Kultur. So, Beton ist ja eigentlich jetzt auch durch. Es geht jetzt wirklich darum, wir müssen Ölproduktion machen. Dafür brauchen wir auch wieder ganz viele Handwerker, die wir jetzt im Nachgang ja ersetzt haben. Ach, das ist eine Ölraffinerie. Moment, das müssen wir mal eben kurz angucken. Ah, ich verstehe. Und dadurch wird die Produktion dann erhöht. Die Waffenruhe wurde beendet. Aber lass uns das so machen, dass du die zwei Felder hast und du nimmst die beiden Felder. Für das Kraftwerk brauchen wir 25 Stahlbeton. Das dauert noch ein bisschen. Zehn Stahlbeton, 15. So, Stahl nimmt jetzt ein bisschen ab. Aber die Produktion rastet natürlich hier auch aus, weshalb die Lagerhalle überlastet ist. Keine Ahnung, wer sich dieses komische Fest ausgedacht hat, was einfach plus 300% gibt und einfach jegliches Lager zerstört. Und es sollte bestimmt nicht sein, dass zu Kanonenproduktion hier das mit den Vasenmeisterproduktionen gehört. Es werden zu viele Produktionsketten auf 300% hochgepusht. Es mangelt an Arbeitskraft.
Spielstand gespeichert. Ich hör auf, ne? Ja, zwing mich mal bitte jemand dazu. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich kann mich nicht mehr selbst zwingen. Gerne doch. Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Kann man einkaufen oder verkaufen einstellen und Mindestlagerbestände angeben. Du kannst auf jeden Fall angeben, einkaufen und verkaufen über die Geschichte hier, dass du ausgewogen kaufen oder verkaufen machst. Bis zum festgelegten Limit gekauft oder verkauft. Das Problem ist einfach, ich glaube, das betrifft Handelsrouten nicht. Und was ist mit meinem Schiff hier passiert? Ich glaube, mein Schiff wurde zerstört unterwegs. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldur. Es ist kein Regen, solange dein Kopf... Solange dein Kopf nicht blutet. Was ich jetzt aber gern machen würde, da bietet doch immer... Nicht er? Das königliche Prunkstück. Ei. Nehmen wir die Morgentau und nutzen die dafür. Die wird vielleicht nicht so schnell zerstört. Und damit die keine Überschneidung haben bei den einzelnen Slots, nehme ich das hier raus. Bitte aufhören, Balthas erwartet. Ja, da muss ich recht geben. Niemand sonst verdient dieses Geschenk. Wir werden ihnen immer folgen. Ein Kristall fürs Museum. Anno schon durchgespielt? Die Kampagne ist durch, ja. Kampagne haben wir erledigt. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Du kannst mich nicht mit der Wurst hier stabilisieren. Was wir noch machen könnten, wäre denen eine Schule geben. Aber diese Werte fallen natürlich immer wieder zurück, wenn wir den Kram rüberschicken zur anderen Insel. Ich kann ja nicht genau die Route planen, dass ich nur das, was ich wirklich benötige, rüberbringe. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Produktion in einer Zeiteinheit und dann sollte das Schiff nur 10 einladen. Moment mal. Aber ich sehe doch nicht hier in der Übersicht, wie viel Produktion ich gerade auf der Insel mache. Sagen wir mal hier beim Kaffee, dann sehe ich nämlich nur, es ist Kaffee vor Ort. Dann kann ich 50 sagen und das annehmen und dementsprechend wird es transportiert. Ich kann aber nicht angeben, dass nur bis zu einer gewissen Menge geladen werden soll, was ich halt ein bisschen doof finde. Dass ich nicht so einen Grundbestand auf der Insel behalten kann. Spielstand gespeichert.
Dann müssen wir mal kaufen, verkaufen hier auf 30. Und dann mal schauen, ob der, sag ich mal, den Bestand auf 30 Sie hält hier auf der Insel. Einfluss verloren. Oder 50 kann mir ja egal sein. Eigentlich produzieren wir sehr, sehr viel Wurst. Ah, kann das Fest mal vorbeigehen? Es mangelt an Arbeitskraft. Konkurrenten wird belagert. Ich glaube, mein Bier ist alle auf der anderen Insel. Ne, der holt trotzdem die gesamte Wurst runter von der Insel. Also musst du so stark überproduzieren, dass das irgendwann einfach voll ausgelastet ist. In einer geeigneten Umgebung und auf der anderen Insel kein Platz mehr ist. Jemand sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Ja, wir sind richtige Bros, ich und die Königin. Man sagte übrigens Queen. Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Aha. Schlachtruf. Kapitulationswiderstand erhöht. Kriegsanstrengungen. Produktivität von Waffenfabriken erhöhen. Ja, noch mehr Eisen. Ach, die Zufriedenheit reduzieren, um freiwillige Leute Sie zu finden. Doch nicht, ich meine, doch können sicher, wir. Die Ausgabe darf nicht. Es trägt für Feuerwehr und so weiter zu bekommen. Da haben wir nämlich dreifache Mobilisierung. Ha, ich muss cool. Den Kleinen auch immer predigen, dass ihre Pfoten nichts im Honigtopf verloren haben. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, das Geld fehlt mir natürlich. Mein Leben ist halb gelebt. Die Menge kannst du einstellen. Ja, ich könnte es mit weniger pendeln lassen, die Wurst. Aber wird mich ja jetzt auch nicht retten. So. Oh, jetzt habe ich ja ganz schön Bilanzabsturz gehabt. Ich bin nicht sicher, warum, aber naja. Kein Platz mehr frei. Ihrer Stadt hat sich verringert. Hilfe, was ist jetzt los? Die Feierlichkeiten sind beendet. Achso, die. Endlich. Jetzt sehe ich mich, dass ich hier ein Defizit habe an Arbeitern. Nee, das reicht mir jetzt. Jetzt mache ich Feierabend für heute.